Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist heute zu Let's Play Eternal Sonata. Ja, und Beach dreht sich gerade, wie ich es gerade machen muss. Knack. So, in der letzten Folge haben wir die Kristallhöhlen hier weiter untersucht. Und verdammt nochmal, ich meine, dahinter ist der Schatz. Und ich will verdammt nochmal die Olle wieder klatschen. Also, ja, nicht so, aber halt anders. Aber irgendwie habe ich keine Ahnung, wie ich das machen kann. Oder ob das überhaupt der richtige ist. Weil der Schatz ist dahinter. Kann man auch hier sagen, dahinter. Aber was war da drin? Kaoklee oder so? Das ist nicht wirklich Schatz. Da muss man echt genau aufpacken. Aufpassen, ja. Wie ein kleiner Ross. Aber man sieht hier irgendwie, man kommt nicht durch. Das macht mich schon ein bisschen stutzig. Okay, ich mach die mal beide fertig. Einen nehme ich mit. You foolish creatures. Hör, you foolish creatures. Ich muss mal sagen. Crush them. Heal Arrow kann ich schon leider rausnehmen, ey. Das ist ja nichts mehr. Baby. Obwohl das dumm war, weil außer Violi macht halt deutlich mehr Schaden als fulminante Legion, wie es da so schön steht. Aber nein. Hauptsache tot. Ach, schade. Der hat keine 7 Treffer überlebt. Yeah. Komm, dich aber. You son of a creeper. Oh, Creeper? Ist das wie in Minecraft? Ich hoffe nicht. Weil das Spiel ist too awesome to be in Minecraft. Du kommst auf Leute. In welchem Spiel? Ist da irgendwie ein Pianist, der mit einem Taktstock auf Gegner rumklöpft? Ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Also zumindest nicht in so einem Umfang. Ja, stell dich 2 Meter daneben und schieß auf den einen. Das bring it. Egal. Gut. Er lebt noch. So, 7 Treffer, so ist gut. Weil man kann hier auch sehen, wenn die Echos 24 übertreffen, dann wird herangezoomt bei den Moves. Aber Bone Crumble hier, eins der meisten Treffer, dann kommt natürlich am letzten. Das muss als eins der frühesten kommen, damit möglichst frühzeitig die 24 erreicht werden. Und dann, wie gesagt, wenn einer weiß, wie ich zu diesen Piratendingens komme, den zweiten Teil, den würde ich nämlich auch mal gern machen. Oh, Speicherpunkt. Speicherpunkt. Yay, das heißt, wir sind schon ziemlich weit. Ach komm, den scheißen wir auch. Den scheißen wir auch aus dem Leben. Ich hab's nicht gesehen. Aber halt, fresh durchfahren. Ich nix kann dafür. Also 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Do you not understand? Na ja, hallo, wäre ich schon so awesome und du kriegst so einen Taktstock, hallo? Ach komm. Nein, wie kannst du nur? Kein Schatten. Ah, scheiße. What? Ich würde ein bisschen rumprobieren. Egal. Nein, falscher Knopf. Egal, hat gereicht. Oh, scheiße, ich habe keine Echos mehr. Nein. Aber Level Up. Hey. Wait. Du lernst auch was? Hab ich gehört. Oder auch nicht. Ja. Okay, dann
speichern wir hier unseren Fortschritt. Und gucken, dass wir auch noch schnell weiterkommen. Weil wir haben noch einiges vor uns. Weil wir, man kann ja wieder sehen. 95, 36. Es ist nicht bis gerade viel. Oh. There it is. It looks like that's our ghost. So this is what's been living down here. What? That's it? If it's not a ghost, then it's no problem at all. They're attacking because they're afraid of us. Ja, und wenn man das zu einem Boss sagen kann, dann gute Nacht, Boss. Ja, das ist unser nächster Boss. Und wie man sehen kann, ist er nicht gerade furchterregend, aber er kann doch einiges. Ich brauche erstmal Echos. Ohne Echos ist nichts los. Du kannst zum Beispiel die ganze Zeit hin und her suchen. So. Und so ist es schon mal gut. Ich gucke schon mal den ersten Schaden zu suchen, auch wenn es nicht gerade viel ist. Bam. So. Möglichst von der Seite, dass er nicht frieren kann. Du erinnerst das denn? Du haha. Ja, der kommt nicht, weil halt kein Healung gebraucht wird. Komisch, dass ich anhört. Didi. Au. Okay, jetzt kann ich nicht wieder Healer-Pfeil gebraucht werden. Aber erstmal Damage machen. Danach kann ich so gut werden. Ich sehe nix. Do not understand die zweite. Und Healer fällt zum Schluss, so ist es klar. Mir heilt es nämlich am meisten. Oh ja, das ist Pierre, ja. Und er schwächelt schon. Und tot ist er. Popobrosche und Herebra. Na, wer das kein Dorf für Jazz ist, das sieht man schon ganz einfach. Aber er hat die Popobrosche gedroppt. Ein Item, das ich liebe. Ja, das wird auch nämlich natürlich auch die da bekommen. Genau die da, die gerade im Bild steht. Das Dingelchen wird an ihr gehen. Und dann ist hier ein Ausgebot des Schadens. Aber Hallelewalde. Hallelewalde. Und ich sei wieder ruhig. The others. Oh, they're all just fine. I left them with a really important job to do back in Retardando. We're heading for Baroque on the first ship tomorrow morning. Look at that. I remember the night view being much more beautiful when I was little.
So there weren't as many lights then as there are now. Well, yeah. In a way, every single light back then was much more innocent. Nowadays, if you see anything glowing out there, it's usually just the fires of mistrust burning brightly inside people's hearts. Fires of mistrust? Yeah, sure. Human beings live their lives always being suspicious of the people around them. I guess it's just about the only way they can be sure that their own hearts are actually inside their bodies. The only way they can prove they even have hearts. That rumor about catching a disease if you touch somebody with magic is a perfect example. Mistrust is the norm, and the people who lose everything from caring too much, the world calls them idiots. Oh, I'm sorry. No, it's okay. What a sad world we live in. That everyone feels they have to put so much energy into maintaining their feelings of mistrust. If only everyone in the world could learn to use that energy for other things. If they could. I'll bet that then, we'd be able to live lives that were filled with light. You don't always notice what's wrong when you're on the inside of a problem. I wasn't able to see everything that was wrong until I left Retardando. When the suspicion in your heart gets too strong, I think you can lose sight of the things around you that are really important. You're right, Allegretto. It's the same as this. Because the lights of the city are so bright, we can't see the beautiful stars shining in the night sky. Maybe I should just jump off this cliff right now. Then maybe a new life would be waiting for me. A life without sickness and fear. No! Wait, Polka, don't! What's the matter, Allegretto? You look so shaken. Did you think I'd really jump off? Even if I don't have long to live, I'm not gonna do something as stupid as that. But thank you anyway for wanting to stop me from doing it. Polka, All right. How about I have my special rock make the jump for me? It can go in my place. Please, let it go all the way to the sea. What did you throw? My special treasure. It's just an unusually shaped rock, but it's the perfect thing to take my place. Don't you agree? Oh, it was just a rock? That was your treasure? Actually, that reminds me. I found a rock with a weird shape today at the shore by Retardando. Here. Huh? Keep it. Hold on to this one in place of the one you threw away. Besides, I'm sure this one is much more unusual. Look how weird the shape is. But, don't throw this one away, okay? After all, it's the first gift I've ever given to a girl.